Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Abend zu unserem Siegener Forum und zu unserer Jubiläumsreihe 350 Jahre Fürstengruft, 300 Jahre Unteres Schloss. Vielleicht zunächst kurz was zu den Rahmenbedingungen. Ihnen ist vielleicht beim Reinkommen aufgefallen, wir haben hier eine Kamera stehen. Da wurde auf Initiative der Kulturabteilung noch kurzfristig die Möglichkeit geschaffen, dass wir den Vortrag heute Abend aufzeichnen. Er soll dann auch im Nachgang etwas bearbeitet werden und ins Netz gestellt zur Dokumentation und zur Nachhaltigkeit. Ich kann sagen, es wird nur der Herr Imorde gefilmt werden, beziehungsweise ich, weil ich jetzt hier an dieser Stelle stehe. Aus dem Plenum heraus niemand und Diskussion wird auch nicht mit aufgezeichnet, nur der Wortbeitrag des Herrn Imorde. Ja, dann, wir sind nicht im Eintrachtssaal wie angekündigt, wir sind im Hüttensaal. Wir wurden heute Nachmittag um 3 Uhr verlegt, weil dieser Raum hier frei geworden ist und es doch hier dann aufgrund der erfreulichen Teilnehmerzahl dann, ich sag mal, etwas weitläufiger gewesen wäre als im Nachbarraum. Aber ich denke, es ist zu niemandes Schaden. Zuletzt muss ich noch erwähnen, möchte ich natürlich auch erwähnen, Corona, Sie kennen es, Sie sind alle mit Mund-Nasen-Schutz gekommen, Sie dürfen diesen am Platz abnehmen, wenn Sie aber wieder aufstehen, sich bewegen, im Gebäude bewegen, bitte den Mund- und Nasenschutz wieder aufsetzen, vorne ist auch Desinfektionsmittel und ich denke mal Abstände, die halten wir hier entsprechend ein. So, aber kommen wir zum eigentlichen Gegenstand des heutigen Abends, unserer Vortragsveranstaltung. Ich hatte eingangs gesagt, es ist eine Reihe, eine Jubiläumsreihe. Wir hatten am 10. September den Auftaktvortrag von der Frau Elisabeth Nöhring über die Bauprojekte des Fürsten Johann Moritz, hier in Siegen im Speziellen bezogen auf die Fürstengruft und die Baumaßnahmen im Umkreis des damaligen Nassauer Hofs, also der Residenz der reformierten Linie des Fürstentums vor dem Bau des unteren Schlosses. Heute Abend gehen wir einen Schritt weiter. Es wird um das untere Schloss gehen, das 1720 fertiggestellt wurde. Referent des heutigen Abends ist Herr Prof. Dr. Josef Imorde, Lehrstuhlinhaber für Kunstgeschichte an der Universität Siegen. Der Herr Imorde hat studiert logischerweise Kunstgeschichte, Musikwissenschaft und Philosophie und das an der Ruhr-Universität Bochum und an der Freien Universität Berlin. Dort hat er auch promoviert im Jahre 1997 über ephemere Festarchitektur des römischen Barock. Danach schloss ich eine Assistenzzeit, also Oberassistenzzeit am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur der ETH Zürich an. Weiterhin gefolgt von verschiedenen Stationen als Lehrbeauftragter in Aachen, Rom und wieder Zürich. 2008 erhielt er seine Venia Legendi im Fach Kunstgeschichte mit der Habilitationsschrift Michelangelo Deutsch an der Technischen Universität Dresden. 2008, das ist auch das Jahr, seitdem Herr Imorde hier in Siegen ist, da hat er dann die hiesige Professur für neuere und neueste Kunstgeschichte erhalten, bekleidet sie seitdem, etwas unterbrochen durch einige Auslandsaufenthalte, unter anderem Los Angeles. Heute Abend wird Herr Imorde die durchaus wechselvolle Geschichte des unteren Schlosses in den Blick nehmen. Dabei wird er sich einerseits auf die Baugeschichte beziehen, die ja nicht mit dem Jahr 1720 abgeschlossen war. Also das Gebäude, das wir heute als unteres Schloss kennen, repräsentiert nicht unbedingt den Baubestand, den es im Jahre 1720 hatte. Da liegt doch schon einige Veränderung dazwischen. Darüber hinaus wird er sich mit der doch durchaus wechselhaften Nutzung des Gebäudes auseinandersetzen, das ja ursprünglich als fürstliche Residenz geplant war, aber nur wenige Jahre wirklich dieser Nutzung auch zukam. Zeitlich wird es im Wesentlichen um das 19. und 20. Jahrhundert auch gehen. Aber genug von meiner Seite, sind ja hier, um Herrn Imorde zu hören. Daher, bitte schön, Herr Imorde, Sie haben das Wort. Danke.
Ja, natürlich auch von meiner Seite herzlich willkommen und schön, dass Sie trotz der widrigen Umstände den Weg hierher gefunden haben. Ist ja auch seltsam, so sitzen zu müssen, in Abstand und so weiter. Der Vortrag, den ich Ihnen heute bieten werde, hat auch mit dem Verhältnis von Universität und Stadt zu tun, weil die Universität, wie Sie alle wissen, natürlich mittlerweile im Unteren Schloss ist. Und in diesen Passagen zu Beginn und auch zum Schluss meines Vortrages wird es auch teilweise polemisch zugehen. Aber ich hoffe, Sie können das ertragen. Ich habe da einige starke Meinungen vielleicht und über die man diskutieren kann. Die Experten im Saal, die sich mit der Geschichte des Unteren Schlosses natürlich viel besser noch auskennen als ich, die würde ich bitten, falls ich irgendwas Falsches hier vortrage oder etwas schief darstelle, mir dann später den Kopf zu waschen. Aber auf geht's. Die Stadt Siegen hat, und das wissen wir alle, die wir hier zusammengekommen sind, die verschiedensten Probleme. Ein bedeutendes scheint mir die langsam voranschreitende Verödung der Oberstadt zu sein, die ich, da ich selbst am Marburger Tor wohne, seit einiger Zeit hautnah miterlebe. Der Leerstand ist erschreckend und die zu beobachtenden Geschäftsöffnungen und Geschäftsaufgaben sind Zeugnisse dieses langsamen Niedergangs. Eine der größten Schwierigkeiten, die die Universität seit ihrer Gründung als Gesamtshochschule im Jahr 1972 zu bewältigen hatte und immer noch zu bewältigen hat, ist die schwierige Infrastruktur. Also das Problem, wie die mittlerweile an die 20.000 Studierenden in der Stadt unterzubringen sind, wie diese Masse an Studierenden Raum und damit lehrtechnisch zu bewältigen ist und wie man schließlich diese vielen jungen Leute zügig, effizient und im besten Falle auch noch bequem an die diversen Studienstandorte bringen kann, vom Adolf-Reichwein-Campus zum Emmy-Noether-Campus, vom Brauhaus in den Herrengarten und so weiter und so weiter. Wie meinte der ehemalige Kanzler der Universität Johann Peter Schäfer einmal, viele kennen ihn ja sicher noch, meinte einmal lakonisch, der öffentliche Personennahverkehr in Siegen sei suboptimal. Das war und ist weiterhin, so möchte ich behaupten, eine Beschönigung der Zustände. Interessanterweise nannte der Landrat Paul Breuer die Universität 2012 in einem Interview zum 40-jährigen Bestehen der Hochschule ein Bewegungsmedium. Ein Bewegungsmedium, das den Blick aus der Region in die Welt zu öffnen verstehe. Auch wenn die Metapher ein wenig schief klingt, traf Breuer mit dem, was er eigentlich sagen wollte, wohl den Nagel auf den Kopf. Denn natürlich ist die Universität als Institution ständig in Bewegung und sie muss es auch sein. Studierende kommen und gehen, die Forschung und Lehre entwickelt sich in Sphären, von denen man ehedem keine Ahnung hatte. Denken Sie an die gerade buchstäblich virulenten Herausforderungen der flächendeckenden Digitalisierung. Und auch die politischen Kontexte und ökonomischen Voraussetzungen, kurz die Umfeld- und Rahmenbedingungen, ändern sich dauernd und das oft in schwer absehbarer Weise. Gerade befinden wir uns wieder in einer Phase des Umbruchs, in der die Universität wortwörtlich zu einem Bewegungsmedium wird, weil sie zum Vorteil aller Beteiligten ist zu hoffen, bald mit zwei weiteren Fakultäten in die innere Stadt einziehen soll. Morgen werden übrigens die Gewinner des städtebaulichen Wettbewerbs, und ich zeige Ihnen dazu, wenn es denn geht, die Gewinner des städtebaulichen Wettbewerbs Uni kommt in die Stadt durch den Rektor Holger Burkhardt und den Bürgermeister Steffen Moos ausgezeichnet. Und ein Vertreter des Berliner Stadtplanungsbüros Machleit, das den ersten Preis gewonnen hat, wird ab 16 Uhr im Apollo-Theater detailliert die Gestaltungsvorschläge für die beiden neuen Campus-Standorte Friedrichstraße und Lörthor vorstellen. Ich glaube, man kann sich sogar noch anmelden.
Diese Entwicklung ist natürlich äußerst positiv und überaus begrüßenswert, doch kann der späte Einzug der Universität in die Stadt, also 44 Jahre nach Gründung der Gesamthochschule, auch deutlich machen, wie groß die historischen Hindernisse und Widerstände waren, mit denen die Planer in den 70er Jahren zu kämpfen hatten. Eine Bildungsinstitution wie die Universität muss auf Veränderung getrimmt sein und sie muss, und das scheint mir die Hauptsache, diese Veränderungen kritisch analysierend begleiten und auch dokumentieren. Dass die Geschichte des Verhältnisses der Stadt zur Universität eine durchaus schwierige und bis heute eine überaus wechselvolle war, ist natürlich kein Geheimnis. Die Konflikte waren zu Beginn sehr grundsätzlicher Art und hatten unter anderem damit zu tun, dass die von Johannes Rau damals angestoßene Bildungsoffensive, also die Idee der Praxis- und Theorie verbindenden Gesamthochschule, auf vielfältige Widerstände stieß. Nicht nur bei der universitären Professorenschaft, die mit dieser Idee ihre Exklusivität bedroht sah, sondern auch bei den Fachhochschulen, die glaubten, dass man damit ihre eigene Praxisorientierung und Lehrtradition in Frage stelle. Die Regionalisierung des Hochschulwesens sollte, das war die Vorstellung von Johannes Rau damals, Bildungsreserven erschließen und Chancengleichheit im Bildungswesen eröffnen. Doch eben dieser vereinheitlichende Gedanke wurde in den sich einstellenden Konflikten dann mehr und mehr aufgeweicht und das bis zum heutigen Tag, könnte man sagen, da wir als Professoren mittlerweile einem doch wieder recht verschulten Universitätsstudium zuzuarbeiten haben, das die Studierenden nicht zuerst als Individuen auszubilden versucht, sondern im besten Falle ein schnelles und effizientes Durchschleusen garantieren soll. Dem vollständig ungeachtet war es eine historische, die Probleme der Stadt wie der Universität adressierende Weichenstellung, als man sich dazu entschied, die Uni in die Stadt zu bringen. 2016 zog bekanntermaßen die Fakultät 3 Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht nach langen Planungen, vielen Hindernissen und manchen Verzögerungen in das untere Schloss ein, über dessen Geschichte ich Ihnen jetzt einiges eher Unzusammenhängendes berichten möchte. Im sogenannten Wittgensteiner Flügel, eben da, wo 1931 das Siegener Gerichtsgefängnis eingerichtet wurde und wo sich nach dem Krieg die Justizvollzugsanstalt befand, ist heute nach aufwendigen Abriss- und Umbauarbeiten die Bibliothek der Fakultät 3 untergebracht. Und in der Passage dieser Bibliothek hat das Fach Kunstgeschichte nach einem Projektseminar im Wintersemester 1920 im März dieses Jahres eine Ausstellung mit dem Titel Bilder machen Geschichte eröffnet, in der es vor allem um Jakob und Wilhelm Scheiner ging. Und auf diese Ergebnisse möchte ich im Verlauf des Vortrages auch zurückgreifen. Vergleicht man den Baukomplex des unteren Schlosses anhand von Luftbildern aus den Jahren 1985 und 2020, wird einem sofort deutlich, was sich seit der Jahrtausendwende alles geändert hat. Einer der entscheidenden Schritte zur Profilierung des architektonischen Ensembles war sicherlich der Ausbau und die Erweiterung des ehemaligen Telegrafenamtes durch den Architekten Josef Paul Kleihus und die Eröffnung des Museums für Gegenwartskunst im Jahr 2001. Mit dem Aus- und Umbau des oberen Geschosses des Kaufhauses Karstadt zu einem neuen Hörsaalzentrum und heute Morgen hatte ich dort die Möglichkeit, diese Räumlichkeiten zu begehen und das ist ein Bild, das ich heute Morgen gemacht habe. Und der Errichtung des Mensa-Gebäudes im Obergraben werden gerade weitere Schritte dazu getan, die Universität in der inneren Stadt zu etablieren und ihr ein neues lebendigeres und durch das untere Schloss natürlich auch repräsentativeres Gesicht zu geben. Das Stichwort Repräsentation scheint mir, wenn man über das untere Schloss nachdenkt, wichtig, ja entscheidend. Und über diese Repräsentationsfunktion des Gebäudes wird im Folgenden maßgeblich zu reden sein. Denn natürlich hatte das untere Schloss, das bekanntermaßen unter Johann Moritz von Nassau-Siegen und seinen Nachfolgern geplant und erbaut wurde, nicht nur praktische Aufgaben zu erfüllen,
etwa weil der sogenannte Nassauische Hof im ehemaligen Franziskanerkloster den gestiegenen Ansprüchen nicht mehr genügte, sondern das Schloss war von Anfang an als große bauliche Geste konzipiert, um unter anderem der Familiengrablege des reformierten Zweiges des Hauses Nassau-Siegen einen würdigen, das heißt repräsentativen Rahmen zu geben. Um die Entstehung und historische Entwicklung des unteren Schlosses zu verstehen, scheint mir ein analytisches Denkmodell hilfreich, das der kürzlich verstorbene Kunsthistoriker Martin Warnke mit dem Begriffspaar Bau und Gegenbau zur Diskussion gestellt hat. Der Ausdruck Bau und Gegenbau bezeichnet nicht nur architektonische Einzelfälle, in denen zwei oder mehrere Bauwerke in einem aktuellen Baugeschehen die Konkurrenz zwischen Bauherren oder Architekten sichtbar machen. Er bietet auch ein grundsätzliches Denkmodell an, das im Rückblick die politische Aufladung von architektonischen und städtebaulichen Formen und Figurationen aus einer konfliktdurchsetzten Vergangenheit in der Gegenwart zu deuten hilft. Anders als die nur beschreibenden stilgeschichtlichen Parameter der Kunstgeschichte bezieht das Modell die Akteure des Bauens und Herrschens mit ein. Natürlich kann überhaupt kein Zweifel daran bestehen, dass sich Johann Moritz das untere Schloss als einen Gegenpol zur mittelalterlichen Burg auf dem oberen Schlossberg Siegberg dachte. Mit der frühneuzeitlichen Dreiflügelanlage sollte die Residenz der katholischen Linie in den Schatten gestellt werden. Die architektonische Besetzung des unteren Siegbergs war in diesem Sinne ein Manifest der überaus komplexen, vor allem konfessionellen Auseinandersetzung der beiden dynastischen Linien. Die polare Gegenüberstellung innerhalb der Mauern lässt sich auf dem ja sehr bekannten Stadtplan des Jahres 1751 besonders deutlich ablesen, in welchem sich die beiden Schlösser sowie die dazugehörigen Park- und Befestigungsanlagen in größter Klarheit eingetragen finden. Seltsamerweise aber die Kirchen fehlen und auch die kommunalen Bauten und Plätze nicht verzeichnet sind. Auch wenn das untere Schloss hier in seiner Kontur seltsam vereinfacht erscheint, vergleicht man die Form mit einem 1903 veröffentlichten Plan des Schlosses, der wiederum auf den 1802 entstandenen Grundriss im Stadtarchiv Siegen zurückgeht, lässt sich doch der Eindruck nicht unterdrücken, dass die Planung der Anlage bewusst dazu diente, das Ensemble aus dem urbanen Kontext herauszuheben und zur Stadt hin abzuschließen. Das untere Schloss, verstanden als Zierde und Feste der Stadt, war auch eine gegen die Kommune gerichtete Herrschaftsgeste und repräsentierte durch die Weite des besetzten Geländes zuerst einmal den sozialen Abstand der weltlichen Herrschaft von der Bevölkerung, dann aber auch die bewusste Distanzierung des Fürstenhauses von den städtischen und kirchlichen Institutionen. Eben in diesem Sinne war das Schloss, um die Terminologie Martin Warnkes noch einmal aufzugreifen, ein Gegenbau. Und natürlich lässt sich dieses Gegenüber oder auch Gegeneinander von Schloss und Stadt historisch beschreiben und zeitgeschichtlich analysieren. Das scheint auch deshalb sinnvoll, weil die mit dem Begriffspaar Bau und Gegenbau aufgerufene Dynamik bis hinein in die Gegenwart für die urbanistische Entwicklung Siegens von einiger Bedeutung gewesen ist, und ich komme später noch darauf zurück. Die verschiedenen Nutzungen, Umnutzungen, Anpassungen, Umbauten und Erweiterungen des Schlosses einmal genauer nachzugehen, sollte sich die Universität Siegen auch unter dem Aspekt ihres Wahlspruchs Zukunft menschlich gestalten angelegen sein lassen. Das 50-jährige Jubiläum im Jahr 2022 könnte dazu den richtigen und passenden Anlass bieten. Bei einem solchen Vorhaben müsste es aber nicht nur darum gehen, das Gebäude und seine Geschichte eingehender zu erforschen, sondern ebenso darum, das Schloss stärker als bisher geschehen in das städtische Leben einzubinden, um damit auch die Zukunft der Stadt im Sinne des gewählten Wahlspruchs menschlich mitzugestalten. Historische Anknüpfungspunkte gäbe es genug. So zum Beispiel den Umstand, dass nach dem Ende der französischen Herrschaft in Siegen, also im Jahr 1814 das sogenannte Pädagogium in den kurländischen Flügel
des Schlosses einziehen sollte. Doch statt von der Schule wurden die Räume ab 1815 bekanntermaßen vom preußischen Fiskus in Beschlag genommen, der in der Nachfolge der ehemaligen Herrscherhäuser nun in seine neuen Besitzrechte eintrat. Nach und nach zogen staatliche Institutionen in das untere Schloss ein. 1816 das Bergamt und sein Direktor, 1818 kam die Königliche Bergschule hinzu, ab 1822 belegte die preußische Post den Wittgensteiner Flügel. Im Corps de Logis herrschte lange Funktionsmischung. Hier traf sich unter anderem die Siegener Freimaurerloge, es bestand eine Wohnung für den amtierenden Landrat, der Musikverein probte irgendwo und hin und wieder wurde die ehemalige Kapelle über der Fürstengruft auch für öffentliche Konzerte und Bälle genutzt. Mit dem Einzug des Amt- und Landgerichts und dem späteren Ausbau der Anlage zum Landesbehördenhaus wurde die Geschichte des unteren Schlosses als Gegenbau zur Stadt fortgeschrieben und weiter institutionalisiert. Allein der sogenannte Marstall machte da eine Ausnahme. Dieser wurde mittels allerhöchster Kabinettsordre vom 3. Oktober 1820 der Kommune zum Geschenk gemacht, um ihr die Möglichkeit zu eröffnen, dort eine Schule unterzubringen. Diese nahm dann im Jahr 1836 die Arbeit auf, war danach aber selbst einer überaus wechselvollen Geschichte ausgesetzt. Auf einer Postkarte aus den Beständen des Stadtarchivs von circa 1914 lassen sich Schüler erkennen, die sich auf dem vom Schlossplatz abgesperrten Schulhof bewegen und dabei offenbar von ihren Lehrern beaufsichtigt werden. Die eher reservierte Haltung der Siegener Bevölkerung gegenüber dem preußischen Staat und seinen Institutionen, die sich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts kaum änderte, wich mit und nach der Reichsgründung, wie in ganz Deutschland, einer enthusiastischen Hinwendung der Bürgerschaft zur Nation, die sich unter anderem an den verschiedenen Denkmalsetzungen innerhalb der Stadt ablesen lässt. Nach 1871 kam es zu einer Neubestimmung des Verhältnisses von kommunaler und staatlicher Repräsentation oder, um es mit Rüdiger Ganz zu sagen, das regionale Selbstverständnis wurde nun auch über die Huldigung dem Nationalstaat gegenüber bestimmt. Neben der Germania von 1877 und dem Denkmal für Kaiser Wilhelm I. von 1892 ist für das untere Schloss die Besetzung des Platzes durch das Bismarck-Denkmal bedeutsam. Und ich sage Ihnen natürlich nichts Neues, wenn ich anmerke, dass alle drei angesprochenen Monumente von dem in Siegen geborenen Bildhauer Friedrich Reusch geschaffen wurden, dessen Grab man heute noch auf dem Lindenberg-Friedhof besichtigen kann. Schon zwei Tage nach dem Tode Bismarcks am 1. August 1898 hatte ein Unternehmer in einer Sitzung des Siegener Kriegsvereins einen hohen Beitrag zur Errichtung des Denkmals gespendet. Bis zur Grundsteinlegung am 2. April 1900 kamen aus allen Bevölkerungsteilen mehr als 35.000 Mark an Spendengeldern zusammen. Otto von Bismarck wurde im Siegerland besonders zugute gehalten und dafür geschätzt, dass er 1879 durch die Einführung von Schutzzöllen zur Sicherung der heimatlichen Montanindustrie beigetragen hatte. Die 1891 verliehene Ehrenbürgerwürde war ein Zeugnis der ihm entgegengebrachten Verehrung, die Denkmalsetzung dann regionaler Höhepunkt eines überall in Deutschland blühenden Bismarck-Kultes. Die von Friedrich Reusch ausgeführte Figur machte Angebote zur Verknüpfung von regionaler und nationaler Identität. Die militaristische Machtpolitik des Staatsmanns nach außen verband sich mit der Sicherung lokaler Traditionen des Siegerlandes auch im Denkmal selbst. Und das insofern, als der Künstler Bismarck in der Interimsuniform der Halberstädter Kürassiere und mit Stahlhelm auftreten ließ, ihn aber gleichzeitig symbolträchtig auf einen nur grob bearbeiteten Felssockel stellte, der leicht erkennbar eine Anspielung auf die heimatliche Bergbauregion bot. Der Sockel trug die sich auf die Region beziehende Inschrift Bismarck, dem großen Kanzler, das dankbare Siegerland 1900. Auf dem Blatt in der rechten Hand fand sich allerdings ein eher martialischer Ausspruch des eisernen Kanzlers, der den
selbstbewussten Charakter seiner Außenpolitik zum Ausdruck bringen sollte. Zitat: Wir Deutsche fürchten Gott und sonst nichts in der Welt. Es ist durchaus bemerkenswert und aussagekräftig, dass die städtische Identifikation mit dem nationalen Denkmal nicht von der gesamten Bevölkerung geteilt wurde. Zu den Enthüllungsfeierlichkeiten, die am 18. Oktober 1900, also dem Datum der Völkerschlacht von Leipzig, stattfanden, war der katholische Teil der siegenden Einwohnerschaft nicht erschienen. Die katholische Kirchengemeinde kam dem Ersuchen des Festausschusses um Läuten der Glocken nicht nach. Die katholischen Volksschulen entsandten keine Deputation zum Festzug. Der katholische Gesellenverein lehnte die Beteiligung an der Feier ab. Und auch die katholische Geistlichkeit Siegens blieb der Enthüllung des Denkmals ostentativ fern. Die konfessionellen Differenzen und Konflikte innerhalb der Stadt, die schon die Errichtung des unteren Schlosses begleitet hatten, traten hier wieder einmal in aller Deutlichkeit zutage. Schloss und Denkmal stellten offenbar für die katholische Bevölkerung eine Provokation dar, waren Symbole eines protestantisch geprägten Staatsgedankens, dem man mit ultramontaner Treue zum Papst die Gefolgschaft öffentlichkeitswirksam verweigerte. Wie sehr die konfessionellen Rivalitäten sich in jenen Jahren in Siegen auch architektonisch bemerkbar machen konnten, möchte ich in ganz kurzer Parenthese mit einem Blick auf die Gründung der Kirche St. Michael andeuten, hier in einer Postkartenansicht aus den 50er Jahren, also nach dem Wiederaufbau. Nachdem die katholische Gemeinde sich 1899 dazu entschieden hatte, ein neues, zweites Gotteshaus am Kampen zu errichten, in einer lupenreinen Romanik mit repräsentativer Doppelturmfassade, und schließlich der Grundstein zu diesem Gebäude 1903 gelegt worden war, fühlte sich die reformierte Gemeinde dazu genötigt, darauf mit der Modernisierung der Nikolaikirche zu reagieren. Der Architekt Ludwig Hofmann wurde nun damit beauftragt, die Stadtkirche auf eine reine Romanik zu trimmen. Es entstanden ein neuer Vorbau und angegliederte runde Treppentürme und damit formale Merkmale, für die es keine Belege in der Bauhistorie gab. Zudem wurden die Seiten des Hallenhexagons neu gestaltet. Unter anderem schlug man den Putz ab, um den Blick auf ein vermeintlich originales Bruchsteinmauerwerk offenzulegen. Anhand dieses Beispiels lässt sich der Gedanke Martin Warnkes von Bau und Gegenbau in seiner Dynamik vielleicht noch einmal auf ganz andere Weise nachvollziehen und bebildern. Aber natürlich ging es bei den historisierenden Bauunternehmungen der beiden Gemeinden noch um einen weiteren Aspekt, den ich hiermit in die Diskussion einführen möchte. Es ging um das, was man im Englischen Invention of Tradition nennt, das heißt um die Erfindung von Tradition, also um die Behauptung, dass das Alter der Stadt mit dem entscheidenden Datum 1224 an den architektonischen Formen der Kirchen unmittelbar ablesbar sein sollte. Deshalb keine Gotik für St. Michael, sondern eine Romanik aus dem historischen Musterbuch und mit deutlichen Bezügen auf die große deutsche Vergangenheit. Das heißt, auf die sogenannten Kaiserdome in Mainz, Worms und Speyer. Auch an dieser Stelle wäre ein genauerer Blick in die Archive sinnvoll, um die an den architektonischen Formen offenbar werdende Konkurrenz der Konfession als eine monumentale Spur innerhalb der Geschichte Siegens deutlicher herausarbeiten zu können. Aber kommen wir zurück zum unteren Schloss. Und vor allem zum Schlossplatz, den ich Ihnen hier in einer kolorierten Postkarte des Jahres 1914 zeige, in welcher das Ensemble offensichtlich als Ort der Entspannung inszeniert wird. Man blickt auf einen gepflegten Park mit blühenden Rabatten und die dort herrschende Ruhe wird durch die schemenhaft erkennbare Frau mit Kinderwagen noch einmal deutlich hervorgehoben. Urbane Idylle fernab des städtischen Getriebes. Mit dem Brand des Schlosses im Jahr 1915 änderte sich diese paradiesische Situation schlagartig. Am 19. November entstand ein Zimmerbrand im oberen Stockwerk des Amtsgerichtes, ohne größeren Schaden anzurichten. Doch
wurde das Feuer offenbar nicht fachmännisch gelöscht, so dass in der Nacht darauf der Brand erneut ausbrach und nun den gesamten Dachstuhl des Mitteltraktes und zum Teil das obere Stockwerk mit den Geschäftsräumen des Amtsgerichtes vernichtete. An eine schnelle Wiederherstellung des Gebäudes war aufgrund des Ersten Weltkrieges nicht zu denken. Und es dauerte auch nach dem Krieg noch länger, bis man sich dazu entschloss, die Renovierung anzugehen. Ein Wettbewerb zur Wiedererrichtung und Aufstockung des Gebäudeteils wurde ausgeschrieben und unter den verschiedenen Entwürfen konnte sich dann der des Kölner Architekten Heinrich Reinhardt durchsetzen. Ein Entwurf, der mit Hinblick auf das Jahr 1924 und das anstehende 700-jährige Stadtjubiläum auch relativ schnell umgesetzt wurde, allerdings in leicht modifizierter Form. Ein Vergleich zweier Ansichten des Schlosses aus dem Jahr 1910 und 25 kann Ihnen vielleicht die auf den ersten Blick doch moderaten baulichen Veränderungen andeuten und vor Augen führen. Also Sie sehen vor allem hier, an dieser Stelle wird es deutlich, da ist ein Stockwerk draufgesetzt worden. Die berühmte Rekonstruktion des unteren Schlosses zu Siegen um 1720 von Wilhelm Scheiner. Hier noch einmal die Vorzeichnung, die ich wunderbar finde. Das ist wirklich ganz toll. Es ist ein kleines Blatt. Steht mit den Um- und Neubauten im engsten Zusammenhang. Der Auftrag für die Rekonstruktion wird dem Künstler durch seinen Neffen vermittelt, dem umtriebigen Heimatforscher Hans Kruse, das ist natürlich Scheiner hier, der neben vielen anderen Ämtern zu dem Zeitpunkt auch das des Direktors des Siegerlandes bekleidet. Die präzise durchgearbeitete Tuschzeichnung gilt der Forschung als Entwurf für ein größeres, farbig angelegtes Aquarell oder ein Gemälde, das für einen der Sitzungssäle des Amtsgerichts im unteren Schloss vorgesehen war. Recht ernüchternd ist dabei die Geburtsstunde der Bildidee. Und ich zitiere Paul Steinebach. Sie hat ihren Ursprung in der mangelnden Akustik des Raumes. Über das Gespräch mit dem aufsichtsführenden Richter des Amtsgerichts Kress berichtet Hans Kruse in einem Brief von Mai 1922 dem Maler. Zitat im Zitat, wenn Sie wollen. Inzwischen ist der Umbau des Amtsgerichtes zum größten Teil erfolgt. Einige Räume sind schon in Benutzung genommen. Beim Sitzungssaal für das Schöffengericht macht sich nun eine schlechte Akustik bemerkbar. Die Bausachverständigen haben gemeint, dass der Mangel zu beheben sei durch Anbringung eines schräg hängenden Gemäldes an der Stirnwand. Kress war nun auf den Gedanken gekommen, ob es nicht möglich wäre, dass wir, das heißt das Siegerlandmuseum, von unseren Bildern eines für diesen Zweck liehen. Ich sagte ihm, dass das vielleicht nicht unbedingt ausgeschlossen sei, dass ich es aber für richtiger halten würde, er ließe zu diesem Zweck ein großes Gemälde des unteren Schlosses, und zwar die Hofansicht aus der Zeit von etwa 1820 von dir malen. Das leuchtete ihm sehr ein, vorausgesetzt, dass er die Mittel bekommt. Er denkt daran, sie von privater Seite durch Sammlung bei den Handelsrichtern zu bekommen. Dann sollst du das Bild malen. Würdest du dazu bereit sein? Ich hätte in diesem Falle nichts dagegen, wenn du die Arbeit für uns etwas zurückstellen würdest, namentlich da dies ein Fall ist, wo du eine Bezahlung für das Bild erhalten könntest, die wenigstens annähernd der künstlerischen Leistung entspricht. Zitat Ende. Wilhelm Scheiner nimmt den Auftrag an und beginnt schnell damit, Skizzen anzufertigen, um eine Vorstellung von der Bebauung des unteren Siegbergs zu gewinnen. Die Zeichnungen versuchen das frühere Aussehen des Johannisklosters, des Hospitals, der Fürstengruft, der Flügelbauten, der Marschstelle, des Portalgebäudes und zahlreicher anderer Bauwerke zu fassen. Zur gleichen Zeit legt Hans Kruse im Band 4 der von ihm selbst gegründeten Zeitschrift Siegerland seine archivalischen Forschungen zur Baugeschichte des unteren Schlosses vor. Unzweifelhaft stellt er die Ergebnisse seinem Onkel zur Verfügung.
Zwar bemüht sich der damals 70-jährige Künstler mit großer Sorgfalt um historische Wahrheit und darstellerische Sauberkeit, allerdings stößt er deshalb auf Schwierigkeiten, weil es zum originalen Zustand des Schlosses keine brauchbaren Bildquellen gibt. Um diesen Umstand zu kompensieren, greift Scheiner für die Vorzeichnung und die später ausgearbeitete Tuschversion der Rekonstruktion des unteren Schlosses auf jenen Grundriss zurück, den ich Ihnen schon gezeigt habe, nämlich auf eben jene Aufnahme der Räumlichkeiten des Baukomplexes, die aus dem Jahr 1802 stammt und damals aus Anlass des Besuchs des regierenden Landesherrn Wilhelm V. Batavus, Prinz zu Oranien und Fürst zu Nassau, angefertigt wurde. Zahl und Anordnung der Gebäude in Scheiners Bildern entsprechen dem Plan bis ins Detail. Vergleicht man etwa den leichten Knick in den Verbindungsbauten zwischen dem Tor und dem Trakt des Wittgensteiner Flügels, der im Grundriss mit dem Buchstaben D Judengasse bezeichnet ist, oder noch schlagender die Zahl der Fensterachsen in dem angesprochenen Gebäudeteil, beide zeigen deren 8, wird einem klar, dass Wilhelm Scheiner nicht die Situation um 1720, sondern den von Hans Kruse angesprochenen Zustand des Jahres 1820 beziehungsweise des Jahres 1802 wiedergegeben hat. Künstlerische Freiheiten inklusive, etwa bei der Gestaltung des Fachwerkbauten und auch der Anlage des Platzes. Aber warum, so ließe sich fragen, haben Scheiner und oder Kruse die rekonstruierende Ansicht des unteren Schlosses trotz der Anlehnung an den viel späteren Grundriss auf 1720 zurückdatiert? Eine Antwort könnte lauten, dass sie einen vermeintlichen Originalzustand darbieten wollten, um mit der erfundenen Tradition die Entscheidungen zum Aus- und Umbau des unteren Schlosses zu beeinflussen oder auch für die Zukunft im Sinne eines prospektiven Denkmalschutzes bildlich festzuschreiben. Sollte das einer der Gründe gewesen sein, wird man ihnen den Erfolg nicht absprechen können. Denn die unkritische Rezeption der Tuschzeichnung in der Literatur zum unteren Schloss ist bis heute ungebrochen. Und auch der Wiederaufbau des Schlosses nach den starken Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges hat sich an dieser Invention of Tradition orientiert, die einen scheinbar validen Anhaltspunkt für den Originalzustand zu bieten schien. Der Architekt Paul Steinebach schreibt in einem Beitrag zur Tuschzeichnung von Wilhelm Scheiner aus dem Jahr 1986, dass der Künstler mit seiner Rekonstruktion ein treffendes Abbild der historischen Wirklichkeit hinterlassen habe, das nur in geringen Teilpunkten nach heutigen Erkenntnissen korrigiert werden müsse. Das stimmt, wenn man sich, wie Steinebach es bei seiner Rekonstruktion des unteren Siegbergs selbst getan hat, auf jenen Plan von 1802 bezieht, den eben auch Wilhelm Scheiner seinen Arbeiten zugrunde gelegt hat. Revidiert oder zumindest relativiert werden müsste aber die mittlerweile kanonisierte Jahreszahl 1720 und möglicherweise auch die Darstellung des Schlosshofes, der, wie wir gesehen haben und wie es sich auch in Steinebachs Rekonstruktion angedeutet findet, häufig seine Gestalt änderte und immer wieder anders genutzt wurde. Die heutige extrem karge Darreichungsform des Platzes vergleicht man sich mit der Parkanlage um das Bismarck-Denkmal herum, die historisch mit dem Bau des Kaufhauses und der damals notwendig werdenden Tiefgarage zusammenhängt, findet sich, wenn man so will, in Scheiners Rekonstruktion schon angelegt. Allein die Vorzeichnung, die ich Ihnen nun schon häufiger gezeigt habe, auch deshalb, weil ich sie wirklich schön finde, belebt den Platz mit gehendem und reitendem Personal, das dann in der größeren Tuschvariante wieder verschwinden muss. Vergleicht man nun den heutigen Zustand, hier in einer der Drohnenaufnahmen, die im Rahmen des angesprochenen Projektseminars Bilder machen Geschichte entstanden sind. Und hier muss ich mich bei den Studierenden bedanken und vor allem bei der fotografierenden Vivian Schneider. Wenn man also diese Drohnenaufnahme mit einem trostlosen Bild der Siegener Zeitung aus dem November 1990 vergleicht,
wird man zugeben müssen, dass zumindest ein Ziel der in der längeren Bildunterschrift angesprochenen Verwaltung da mittlerweile erreicht worden ist, nämlich den Hof des Schlosses weitestgehend von Autos zu befreien. Der andere utopisch klingende Wunsch, an diesem Ort eine Art Begegnungszentrum für Bürger entstehen zu lassen, hat sich allerdings bis heute nicht realisieren lassen. Der Schlossplatz wartet immer noch auf seine nachhaltige Belebung. Darüber können auch Public Viewing, Rudeltouren oder Weihnachtsmarkt nicht hinwegtäuschen. Ob die Nutzung des Ensembles durch die Universität diese Belebung bewirken wird, muss sich zeigen. Doch stehen die Chancen so, meine ich, ziemlich gut. Die Neubauten des Campus Untere Schloss an Friedrich- und bzw. Löhrstraße werden es schon richten. Allerdings muss man, wenn man so etwas sagt, darauf hinweisen, dass die kommunale Motivation hinter der schon in Teilen umgesetzten Initiative Uni kommt in die Stadt auch mit selbstproduzierten Strukturproblemen zusammenhängt. Die Misere der Oberstadt, auf die ich zu Beginn schon hingewiesen habe, ist ja unter anderem auch auf die in den 90er Jahren gefällten Beschlüsse zurückzuführen, ein ECE-Einkaufszentrum in der Unterstadt etablieren zu wollen. Und es scheint gerade so, als ob der Bürgermeister die Hochschule aufgrund der Übernahme des unteren Schlosses und der hoffentlich bald beginnenden Baumaßnahmen für die Standorte der Fakultät 1 und 2 in der Rolle einer Retterin eines innovativen Stadtbildes sehen möchte. Man stelle sich also einen mit Studierenden belebten Schlossplatz vor, eine funktionierende Innenstadt, die neue gastronomische Angebote bereithält, insgesamt eine modernisierte Universitätsstadt Siegen, die nationale und internationale Vergleiche mit anderen Studienstandorten nicht zu scheuen braucht. Doch darf man auch hier, wenn man das Bild einer jugendlich belebten Studienatmosphäre heraufbeschwört, nicht vergessen, welche Entwicklungen und problematischen Entscheidungen zur heutigen Situation geführt haben. Schaut man zurück in die Geschichte und betrachtet die Konflikte, die sich mit der Gründung der Gesamthochschule verbanden, muss man die Zurückhaltung, wenn nicht die aktive Resistenz der Kommune gegenüber der vom Land verordneten Bildungsinstitution konstatieren. Und ich zitiere den ehemaligen Bürgermeister Siegens Karl Wilhelm Kirchhöfer. Ein großer Teil der Bevölkerung, die sich heute mit ihrer Universität identifiziert, sah die Einrichtung einer Gesamthochschule eher abwartend und reserviert. Von einer Hochschule mit vielen jungen Menschen wurde Unruhe erwartet. Die ablehnende und auch lethargische Haltung der Stadt führte damals dazu, dass die Gemeinde Hüttental den Zuschlag erhielt und auf dem Harter Berg, wie drückte sich Kirchhöfer aus, eine Trutzburg des Geistes über dem Tal der Sieg entstand und damit gleichsam ein Gegenentwurf zur historischen Oberstadt Siegens errichtet wurde. Bau gegen Bau, könnte man sagen. Den Campus Adolf-Reichwein-Straße, wo ich immerhin 10 Jahre lang mein Büro hatte, habe ich persönlich immer als so einen Gegenbau zur Kernstadt wahrgenommen, als ein in der Tat burgartiges Ensemble, das auch optisch etwa von der HTS aus gesehen als akademische Festung gelesen werden konnte und wohl lange auch so verstanden werden wollte. Die mittlerweile verwahrloste und teilweise vandalisierte Skulptur Frühling aus dem Jahr 1958 des damals in Köln lebenden ungarischen Bildhauers Lajos Bata, ein Kunstwerk, das zum 10-jährigen Bestehen der Hochschule 1982 vor dem Haupteingang aufgestellt wurde, und zwar auf dem von Studierenden sogenannten Affenfelsen, hatte damals den Zweck, das herausgehobene höherer Bildung symbolisch zu fassen und das Erneuerungspotenzial der Gesamthochschule sinnfällig vor Augen zu stellen. Es ist traurig, dass es dem Rektorat der Universität Siegen nicht am Herzen zu liegen scheint, die Skulptur und die künstlerische Geste in irgendeiner Weise zu retten.
Die fehlende Sensibilität der eigenen Geschichte gegenüber, die hier zum Ausdruck kommt, lässt sich vielleicht auch noch daran ermessen, dass eben jene Institution, die vorgibt, Zukunft menschlich gestalten zu wollen, sich nicht dazu entschließen kann, mit der Reform der eigenen Gestaltung zu beginnen. Das gilt im Besonderen für das unsägliche Corporate Design der Universität. Das einem hat man es einmal mit der Werbung für Abflussreiniger assoziiert, als vollkommen unpassend und geradezu lächerlich im Gedächtnis bleiben muss. Es kann nicht sein, dass die eigentlich hehre Alma Mater sich in ihrem Logo als Zu-, Durch- und Abfluss inszeniert. Das kleingeschriebene U des Logos, das, als es aus einem Studierendenwettbewerb, ich glaube 1998, hervorging, möglicherweise wirklich noch die Wachstumsfähigkeit der Gesamthochschule Universität hatte repräsentieren wollen, kann dieser Aufgabe heute in keiner Weise mehr gerecht werden. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, an dem die Hochschule im Zentrum der Stadt Fuß gefasst hat und es besonders Bildmotive des unteren Schlosses sind, die zur Repräsentation der Universität genutzt werden. Wie, um Ihnen hier zum Abschluss ein Beispiel zu geben für den Jahresbericht 2019, auf dessen Cover man den dicken Turm als Symbol der Solidität der Universität Siegen inszeniert sieht. Der Grafiker verband damit offenbar die Idee, das kleine U des Logos im Bild selbst aufzugreifen, denn schaut man genauer, scheint die Rolle des Pfeils nun dem Turm zugewiesen zu werden. Mit dem Einzug der Universität in die innere Stadt wird, und mit dieser Bemerkung möchte ich schließen, Wandel auf Dauer gestellt. Die Rolle des unteren Schlosses sehe ich darin, diesem stetigen Kommen und Gehen ein scheinbar unwandelbares Gesicht zu geben und die Universität nun auch historisch mit der Stadt zu versöhnen. Hoffen wir, dass das gelingt. Vielen Dank.